Schloss Trautenfels ist Teil des Universalmuseums Joanneum und steht für die Kultur- und Naturgeschichte des Bezirkes Liezen. Wegen der Vielschichtigkeit seiner Sammlungen, Themenschwerpunkte und Sonderausstellungen wird Schloss Trautenfels auch als Joanneum im Kleinen bezeichnet. Neben dem als Dauerausstellung eingerichteten Landschaftsmuseum wird in Sonderausstellungen im Detail auf die Menschen, ihre Lebensweise und die Besonderheiten der Region eingegangen. Gott und die Welt. Woran glauben wir? So lautet der Titel der aktuellen Sonderausstellung. Die Jubiläen 500 Jahre Luthersche Thesen und 800 Jahre Diözese Graz-Seckau geben Anlass, einem menschlichen Grundbedürfnis nachzugehen und das Themenfeld Glaube und Glauben in seinem großen Umfang zu erschließen. Zum Thema Religion haben Menschen heute sehr unterschiedliche Zugänge. Manchen ist Religion mehr und mehr egal. Andere haben Angst vor Religionen, mitunter auch, weil sie sich gewalttätig in Erscheinung setzen. Wieder andere legen großen Wert auf Traditionen und äußere Formen, die ihnen Halt geben und in den Religionen ganz stark gefördert werden. Aber wie man immer man auch einen Zugang hat zur Religion, letztlich ist es so, dass Religion von dem inneren Feuer von Menschen kommt, die Erfahrungen machen, die sie prägen, die sie halten und die sie weitergeben wollen. Und von dieser Vielfalt von Religionen und religiösen Erfahrungen erzählt diese Ausstellung. Die gezeigten Objekte stehen stellvertretend für die vielfältigsten Wahrnehmungen von Gott und Welt, von Glauben und Wissen. Sie regen dazu an, in neuen Zusammenhängen zu denken. In 6 Kapiteln präsentieren sich die Glaubenswelten, von naturwissenschaftlichen und astronomischen Erkenntnissen über einen archäologischen Teil bis zu jenen Bereichen, die sich mit religionswissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Themen befassen. Dem Thema Reformation und Gegenreformation ist ein eigener Raum gewidmet. Die Ausstellung Gott und die Welt zeigt auch interessante Beispiele aus der Religionsgeschichte des Bezirks Liezen, des Enztales. Reformation und Gegenreformation hat die Gegend sehr stark geprägt, vom 16. Jahrhundert beginnend bis ins 18. Jahrhundert hinein. Wir haben hier zum Beispiel die Blaue Stube. Teile dieser Stube sind jetzt zum ersten Mal der Öffentlichkeit ausgestellt. Es handelt sich um einen Betraum, um einen wahrscheinlich protestantischen Betraum. Wir wissen es noch nicht genau, aber im Rahmen der Ausstellung soll das im Rahmen eines Forschungsprojektes erkundet werden. Der Gebetomat, ein Automat zum Abspielen von Gebeten, ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern, Gebete aus verschiedenen Religionen anzuhören. Die ausgestellten Objekte stammen aus einer überschaubaren Umgebung. Also wir haben Objekte von sehr vielen privaten Leihgeberinnen und Leihgebern bekommen, aber natürlich auch von Museen und eben den zentralen Abteilungen des Universalmuseums Joanneum. Und mit diesen Objekten wollen wir eigentlich unsere Besucherinnen und Besucher dazu anregen, über das eigene Sein und über das eigene Denken, über einen übergeordneten Kosmos anzuregen. Unter dem Titel Präsenz und Erscheinung stellen aktuell 4 Künstler aus der Region ihre zeitgenössische Arbeit in Kontext zur Sonderausstellung Gott und die Welt. Ja, also wir haben da 4 Künstler, also eine Künstlerin und 3 Künstler, die alle aus der Region, hier aus der Region Enztal kommen, in Wien zu Hause sind und dort arbeiten. Und alle 4 Künstlerinnen reflektieren mit ihren Arbeiten auf die Ausstellung Gott und die Welt. Das heißt, sie befassen sich mit philosophischen, mit spirituellen Fragen, mit religiösen Fragen, mit den Fragen, was ist Gott, wo kommt Gott her, aber das alles in 4 zeitgenössischen Installationen, die im Marmorsaal zu sehen sein werden. Shalom,
Friede sei mit euch. Salam alaikum. Namaste. Mögen alle Wesen glücklich sein. Grüße und Segenswünsche verschiedener Religionen tragen allesamt eine gemeinsame Intention, dass ein Zusammenleben aller Menschen in Frieden möglich sei. Freuen Sie sich auf neue Sichtweisen und außergewöhnliche Einblicke in der aktuellen Ausstellung Gott und die Welt – Woran glauben wir? In Schloss Krautenfels.